Hallo, ich bin die Daniela Tiefenthaler. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin hier im Romed-Klinikum Rosenheim. Ich habe die onkologische Fachweiterbildung, die habe ich 2014 abgeschlossen und bin seitdem auch in der onkologischen Tagesklinik tätig. Also letzten Endes hat man wirklich geregelten Tagesablauf. Man bereitet in der Früh die ganzen Infusionen vor für die Patienten. Dann kommen um 8 Uhr die ersten Patienten zur Blutabnahme. Dann noch um 9 Uhr die Patienten, die die Chemotherapie verabreicht bekommen. Man kriegt einfach im Verlauf der Jahre mit den Patienten einfach eine engere Bindung, weil wir ja doch im onkologischen Bereich und in der Tagesklinik hier über ganz lange Jahre die Patienten einfach mitbegleiten. Man ist aber zum Glück dann einfach auch irgendwann mal mit der Arbeit fertig. Das finde ich immer ganz toll, weil auf der Station ist man halt nie fertig mit der Arbeit. Es ist halt so, dass wir natürlich im ganzen onkologischen Bereich Fachpflegekräfte suchen. Es muss aber jetzt auch nicht unbedingt jemand sein mit einer Fachweiterbildung, das wäre wünschenswert. Aber wir suchen natürlich MFAs und Krankenpflegekräfte, Fachpflegekräfte. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten als neue Mitarbeiterin hier fürs Haus oder auch für den ganzen Romed-Konzern, dass man da irgendwie unterkommt oder wenn man Kinder hat, gibt es eine Kinderbetreuung und es gibt auch die Möglichkeit, dass man in einem Wohnheim erstmal unterkommt oder dass Romed eben die Wohnungssuche mit unterstützt. Stöbert es euch mal durch, in welchem Fachbereich das Leute gesucht werden. Und wir freuen uns über neue Mitarbeiter.